Gregor, wahnsinniger Wettkampf. Da ist allen das Herz stehen geblieben im ersten Durchgang. Gestern haben wir die Jury gelobt und heute? Ja, was die Jury gestern top gemacht hat, haben sie leider heute ein bisschen daneben gegriffen. Es waren sehr schwierige Bedingungen und ein perfekter Sprung von mir und dann war einfach zu viel Anfahrt und ich bin sehr froh, dass mir Gott sei Dank nichts passiert ist. Jetzt war das, wie gesagt, wirklich ein Schock für alle. Jetzt gehen wir davon aus, dass das ein Warnschuss war und dass wir den Rest des Winters alles unter Kontrolle haben und die Anlauflänge stimmt, oder? Ja, ich hoffe natürlich. Es ist nicht immer sehr leicht für die Jury und speziell, wenn es so windig ist, eine richtige Entscheidung zu treffen. Aber heute waren einfach schon ein paar Warnsignale davor mit dem Simia und ja.